Schön, dass du hier bist und willkommen zu einer neuen Folge von Neuland Stories. Wir sind Basti und Svenja und seit 2 Monaten auf unserer ersten großen Reise mit unserem Camper Groot in Spanien unterwegs. Mit an Bord Peppa, unsere kleine Entdeckernase. Um nichts mehr zu verpassen, schnell den Abo-Button klicken, einsteigen und anschnallen. Los geht's! Nach ein paar herrlichen Tagen an einem wunderschönen Stausee geht es für uns weiter nach Granada. Aber zuerst führt uns der Weg durch die Serpentinen der Sierra Nevada. Die Natur lässt uns hier nicht nur einmal den Atem stoppen. Und selbst der Highway direkt nach Granada führt durch die schönsten und beeindruckendsten Landschaften. Für uns eine der schönsten Strecken, die wir auf 4 Rädern bisher zurückgelegt haben. Die Sierra Nevada ist das höchste Gebirge Südspaniens und selbst im Juli konnten wir auf den Spitzen der Gebirge noch eine kleine Schneehaube erkennen. Anders als zum Beispiel in den Alpen sind die Berggipfel hier abgerundet und so wirkt das Gebirge auf uns nur noch umso mächtiger und es fühlt sich an, als würde es nie enden. Zwischendrin die kleinen weißen Bergdörfer. Die Bewohner geben sich hier sehr viel Mühe, um die Straßen und Häuser liebevoll mit Blumen zu dekorieren. Ist ja schön und gut. Kennst du 10, kennst du alle. Nein, so ist es nicht. Voll fies. Aber ich meine, die sind alle weiß, sind alle klein, sind alle schlecht. Nein, wir wollen durchfahren jetzt nach Granada. Und das ist es. Dafür haben wir uns einfach entschieden. Wir sehen uns in Granada. Wir sind heute mal verhältnismäßig früh aufgestanden. Haben den Van einmal noch auf Vordermann gebracht, Wasser aufgefüllt, Abwasser entleert. Und jetzt geht's in die Stadt und dann suchen wir uns erstmal vielleicht einen Kaffee zum Frühstücken. Oder? Nein. Vielleicht? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So sieht's aus. Ja. Unsere Stadterkundungstour startet an der Kathedrale von Granada, die direkt an dem Bazar La Alcaceria anknüpft. Die Stadt ist bekannt für ihre vielfältige Kultur, die in jedem Winkel zu sehen und zu spüren ist. Die Stadt sprüht voller Leben, was wir glauben nicht nur an der Situation liegt, dass nach langer Zeit die Corona-Vorschriften endlich gelockert wurden. Die Stadt Granada befindet sich am Rande des wundervollen Nationalparks Sierra Nevada und macht Ausblickspunkte wie zum Beispiel von dem Stadtviertel Albacín auf die Alhambra umso spektakulärer. Zur Stärkung ging es zum Brunch in ein kleines Café im selbigen Viertel Realejo San Matias. Da es mittlerweile ziemlich heiß geworden ist, ging es wieder zurück zu unserem Van. Auf dem Rückweg schlenderten wir von Schatten zu Schatten durch Albacín, das älteste Stadtviertel von Granada. Abends bei etwas gemächlicheren Temperaturen wollten wir spontan die Alhambra besuchen, was leider nicht wie gewünscht so spontan geklappt hat.
Mission spontan in die Alhambra failed. Was, die ist nicht so gelaunt. Nicht so gut gelaunt. Nicht so gelaunt. Gar nicht gelaunt. Touri Guide Sunny hat versagt. Ja, irgendwie dachte ich, man kann hier länger rein, vor allem weil jetzt gerade die Temperaturen ein bisschen angenehmer werden. Aber sie haben nur bis 8 geöffnet und wir sind jetzt so kurz nach 7 da und man braucht wohl auch ein bisschen länger, um durch den Garten zu laufen und den Palast und so. Naja, früher am Tag hätten wir aber irgendwie nicht gekonnt, weil wir Pepper nicht früher hätten im Auto lassen können und Tiere sind hier nicht erlaubt. Deswegen haben wir uns jetzt für ganz früh morgen 9 Uhr Ticket gebucht und wir haben ja ein Plätzchen hier im Schatten gefunden und frühmorgens ist die Temperatur fast noch besser als jetzt. Genau. Und so machen wir das dann. Also vielleicht doch vorher online die Tickets organisieren und das Ganze drumherum planen. Spontan war keine gute Idee. So, guten Morgen. Zweiter Versuch, die Alhambra anzuschauen. Gestern waren wir zu spät. Jetzt ist 8 Uhr morgens. Da sollten wir wenigstens noch in Time sind, um alles anschauen zu können. Wo ist ein Buch, wenn du auch kann? Für den Nachwacht. Nein, die hört sich das aus, weil voll die krasse Schwange. Stimmt. Gut, dass wir schon Ticket haben. Keine Ahnung, was bei uns hier heute los ist, aber wir sind hier die allerersten, obwohl hinter uns eine riesen Schlange ist. Naja, die Schlange war hinter uns, deswegen sind wir die ersten. Sag ich ja. Aber damit haben wir nicht gerechnet. Irgendwie dachte ich, der Park macht um 8 auf, aber es war 8.30 Uhr. Und wir kamen an und innerhalb von ein paar Minuten war auf einmal eine mega Schlange hinter uns. Normalerweise sind wir immer die, die sich ganz hinten anstellen. Die Alhambra zählt heute zu den berühmtesten und meistbesuchtesten Bauwerken Spaniens. Zu dem insgesamt 14 Hektar großen Areal gehören auch eindrucksvolle Festungen sowie Gebäude und prachtvolle Gärten mit Wasserkanälen, Brunnen und einer wundervollen Vielfalt an Blumen. Der Höhepunkt eines jeden Besuches ist wohl der Nasrid-Palast. Man kann die vergangene Zeit dort förmlich spüren. Der Ausblick vom Palast aus erstreckt sich auf das gesamte Viertel Albacín, begleitet von den etlichen Schwalben, die sich in den Gemäuern angesiedelt haben. Der Palast ist ein beeindruckendes Monument der maurischen Baukultur. Die bunten Fliesen und die islamische Kunst an den Wänden, der Decke und Böden ziehen sich durch alle Räume, Höfe und Gärten. Empfohlen wird eine Aufenthaltsdauer von insgesamt 3 Stunden. Das Eintrittsticket selbst gilt den ganzen Tag. Für den Nasrid-Palast muss außerdem ein Extra-Ticket gebucht werden. Durch die heißen Temperaturen konnten wir nicht ganz so lange dort verweilen, denn unsere kleine Entdeckernase Pepper wartet schon geduldig auf unsere Rückkehr.
crazy Garten, der hier angelegt ist. Und ein schöneres Motiv als das andere. Voll. Ich glaube, wir könnten hier auch noch eine ganze Weile länger verbringen. Aber wir haben dann noch so einen Hund. Und es wird immer wärmer und wärmer. Und Pepper durfte hier natürlich nicht mit rein. Deswegen geht's jetzt wieder zurück. Genießen noch ein bisschen den Weg durch den Garten und den Eindruck von dem Nasrid-Palast. Der war echt. Es war schon schön, ja. Wie gut erhalten das alles ist. Schon toll. Na gut. Hier waren wir lang weg, gell? Gehen wir einfach so Sachen ohne dich angucken. Ja, du armes, süßes Mausi. Ja, bitte? Ja, wer ist vorbeigekommen? Ganz viele Hunde. So viele Hunde. Und du konntest gar nicht raus spielen. Darfst du jetzt? Jetzt kommst du raus. Ja. Wir sind heute hier an einem der schönsten Spots, die wir bisher hatten, aufgewacht. Mega genial. Es ist in Tarifa, an einem wunderschönen Strand. Es ist wieder soweit. Wir haben uns Stadtplan gemacht. Ja. Wir schauen uns heute, es ist jetzt 10 Uhr morgens, wir schauen uns bei noch erträglichen Temperaturen die Stadt Cádiz an. Hölle. Ja. Seid ihr schon mal in Granada gewesen? Wenn ja, was hat euch am besten gefallen? Schreibt uns das doch mal in die Kommentare, denn wir waren sicherlich nicht das letzte Mal da. Hat euch die Folge gefallen? Dann lasst uns doch ein Abo da und Daumen nach oben nicht vergessen. Wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge.